So, hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Fahrradadaption auf den Ring montiert, wenn sie bei euch angeliefert wird. Wenn ihr schon einen Korb habt und bloß die Fahrradadaption dann zugeschickt bekommt, dann bekommt ihr diesen Ring, der ist im Gegensatz zum Autoring mit vier solchen Schraubpunkten verschweißt. Ja. Am besten nehmt ihr euren vorhandenen Korb oder den, was ihr bestellt habt, stellt ihn auf den Kopf, vorher den Bügel entfernen. Dann könnt ihr den Ring von der Fahrradadaption hier draufstecken. Das mache ich, damit er gleich genau die Position hat zum Korb. Jetzt könnt ihr die vormontierte Fahrradadaption, das ist die Platte, und jetzt hier unser Clipsystem, das haben wir schon vormontiert, einfach auf diese vier Punkte, wo die Schrauben durch müssen, auflegen. Dann habt ihr in so einer Tüte vier Schrauben bekommen. Das sind PT-Schrauben, das nennt sich solche selbstschneidende Schrauben, wo sich in den Kunststoff einschneiden. Deshalb empfehle ich auch, weil das dann selbstschneidende Gewinde sind, einen Akkuschrauber zu nehmen und den am besten am Anfang auf eine etwas leichtere Stufe einstellen, damit man nicht mit voller Kraft die Schraube eindreht und sich da eventuell sonst die Schraube in diese Kunststoffplatte eindrücken würde. Also erst mit einer leichten Stufe einstellen, die Schraube erstmal positionieren, so dass die dann auf dem richtigen Punkt ist. Die Schraube dann leicht andrehen. So, machen wir an allen vier Punkten kurz. Letzte. So, dann könnt ihr euren Akkuschrauber, wenn ihr seht, ihr schraubt die Schrauben fest, bis dann dementsprechend das Drehmoment auslöst. Wenn jetzt das schon richtig eingestellt ist, dann merkt ihr, die Platte ist fest. Ihr könnt auch von Hand mit einem Torx-Schraubenzieher nochmal die vier Schrauben nochmal anziehen, sodass die gut fest sind. Aber bitte nicht zu fest andrehen, damit nicht die Schraube dementsprechend sich in den Kunststoff zu sehr eindrückt. Das war es eigentlich schon. Dann habt ihr den Korb, soweit besser gesagt, die Fahrradadaption auf euren Ring montiert. Dann könnt ihr das ganze Teil abnehmen und könnt nun die Fahrradadaption auf euer Fahrrad montieren. Das zweite Video findet ihr unter dem anderen QR-Code, wo ihr dann seht, wie ihr die Fahrradhalterung auf dem Fahrrad aufmontiert. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit eurer neuen Fahrradadaption. Bis dann. Ciao.